Oh,
Parce que c'est le bon lien pour Zalaké. Nous, on a quand même pas pris les connus, donc on va Zalaké. Maman Abisso, maman Rita, a signé tout à Abisso. Toye awa kolela, mais baloba tole la na batibazo lela. Tozo kota siko na sal, na sal balubi bate benete. Malubi ka 40 personnes, toho kota na sal, bota la nenge obsek. Ezo leke la, alors kalate to la tsabino sovi to silisi, ke makambu, nenge nine o leke la. Vraiment, zama lola bate la bino, Sandra la grande news, bo s'abonne, massivement pour l'andaka, toujours ba news. Yambo cannabis et abisso africain et les caca n'y ont soya malam toujours. Vraiment dans ma lola mon abino na libino mundi. Merci beaucoup. Du grand cannabis d'Izzy et les quatre. D'Izzy ton tour de portable. Divan Garmisch. Das was sie vorher hatte. Das war gebracht. Das hat sie nicht gebracht, mitgenommen. Entschuldige mich, es hat mir sehr weh getan. Aber so ist das Leben. Ihr Tod wollte, kam von Gott. Gott wollte es. Hätte er es nicht gewollt, wäre sie schon längst umgegangen. So wie ich denke, war es eine Mission für sie, was ich hatte. Deswegen hat Gott es erlaubt, dass sie noch mit uns unter uns lebt, damit sie ihre Mission erfüllt. Die Liebe, die sie in sie trägt, sagte, hat sie reflektiert und manche Leute damit geführt. Weil wenn du gut betest, die Liebe, die in dir manifestiert ist, wird sich draußen reflektieren und manche Leute treffen. Aus diesem Grund wirst du sehen, du wirst jemand bei dir zu Hause empfangen. Du wirst plötzlich erfreut in der Freude. Wegen der Präsenz dieser Person. Denn das, was in dir war, ist das, was lebhaft war. Im Namen der Sagen des Kinder Gottes. Jetzt sollten wir uns fragen, sind wir wirklich Kinder Gottes? Meine Geschwister, entschuldigen mich für die ganze Zeit, die ich euch genommen habe. Es war nicht programmiert, nicht geplant. Aber das, was der Pastor uns nochmal belehrt hat, das hat mich berührt. Und wenn dich das auch berührt hat, soll es etwas bewirken in dir. Wir sind ganz schnell für die letzte Zeit ins Gefühl. Es bleibt uns sehr wenig Zeit, deswegen fragen wir die, was zu sagen haben. Wir sollen ganz schnell nach vorne kommen, etwas Kleines sagen. Als erstes möchte ich etwas wirklich ansprechen. Mama Rita hat mit uns gelebt. Und so wie wir alle gemeinsam als Familie leben, sie hatte auch ihre Sachen, ihre Besorgnisse. Sie hatte auch noch Kontakte. Ich sage nur, der ein Problem mit Mama Rita hat, vor allem wegen Geld, denn das, was die ganzen anderen Sachen, die interessieren mit Gott, das, was Geld, wenn sie dir Geld schuldet, sag das uns jetzt, bevor wir sie begraben. Denn wenn wir sie einmal begraben,
Und die Mentalität, die wir eigentlich haben, wir werden dann sagen, wow, dies ist mein Geld. Und wenn du weißt, der hat Schulden, oder du hast Schulden gegeben, ist jetzt der Moment, damit wir das verändern und kommen mit uns sprechen. Vielleicht kennst du die Familienangehörigen nicht, aber ich gehöre zur Familie. Und vielleicht musst du sagen, was wir werden, bitte wirklich zu der Familie. Die Bibel sagt, ah, du trittst, gehört dir. Deswegen die Leute, die wir sind, das sind noch unsere Leute. Sie kann auch noch nicht, dass sie gestorben. Die Leute aus meiner Familie waren nicht da. Wir waren aber da. Wir versuchen zu helfen und geben. Und wir sind die richtigen Familienangehörigen von Mama Rita. Und wenn du ein Problem mit dir hast, komm auf mich zu. Vielen Dank. Wir geben noch ein letztes Lied und dann beenden wir das hier auch. Ha ha ha!
Bist du diejenigen vereint hat, Familie vereint hat? Ich war zwar der Älteste. Aber wir Männer sind wie Kinder. Wir haben dir diese Verantwortung gegeben, damit du dich um jeden kümmerst. Die erste Reue ist dies. Die zweite Reue. Du siehst, du hast 40 Jahre lang mit deinem Mann Papa Junita gelebt. 40 ans, Bo Junita a yebi famille na biso nyonso secret nyonso famille biso a yebi. 40 Jahre, Papa Junita kennt all unsere Geheimnisse und weiß alles, was in der Familie vorgeht. Bo sali divorce ya musuni. Ihr habt eine leibliche Trennung hinter euch jetzt. Mais divorce n'est pas éthiquement. Aber die Trennung der Ehe bleibt. Donc, vous divorcez en chair. Ihr seid leiblich getrennt, aber eure Ehe bleibt.
Mon frère, au bout du cannabis, il a pas na yo rita mais na mobile na yo devant yo. Mon Schwiegerbruder, das worum ich dich jetzt bitte. Papa Johnny, t'as na sengi na yo. Merci, n'engo bon mister na biso pendant 40 ans. Papa Gina, Papa Johnny, t'as sorry. Ich sage danke, dass du meine Schwester 40 Jahre lang beschützt hast. Le sala oyo le sali est fini nan te. Die Arbeit, die du getan hast, ist noch nicht zu Ende. Ozali Jonita avant Rita et Ozali Jonita après Rita. Tu vas papa Jonita pour maman Rita et tu vas papa Jonita auch nach maman Rita bleiben. Charge nyonso ya Rita et crée ma boucle na yo. Alle verantwortungen maman Rita bleiben in deiner Hand. Je ne sais pas, pardon, Mingi. Aus diesem Grund bitte ich dich drum, uns nicht wegzuschmeißen, uns nicht zur Seite zu legen. Wir sind immer noch da. Auch wenn du eine andere Frau heiratest oder nicht, aber wir bleiben in der Familie. Denn du kennst die Geheimnisse unserer Familie. Bleib stark und leb weiter für die Kinder, die geblieben sind. Merci. Dankeschön. Alors, Tobengi Banda. Ich rufe jetzt die Kinder. Du hast uns als Kinder aufgenommen. Du hast uns wie deine eigenen Kinder genommen. Mutter, du warst diese Brücke zwischen Vater und mir. Mama, das soll doch nicht mit dem Zucker machen, oder wie lange PLE? Oh, Gott, du hast mir sehr viel beigebracht, seit ich bin. Aber ich bin gerne lebewohl. Das letzte Wort, was du gesagt hast, ist, das ist ein guter Du hast mir immer gesagt, ja, ja, so. An deinem letzten Tag haben wir sehr viel geredet, aber ich wusste nicht, dass es der letzte Tag war. Du hast sehr viel getan, wenn ich heute hier stehe, ist es dank dir. Die Kraft, die Gott dir für uns gegeben hat, bis jetzt, du hast immer gesagt, deine kleinen Geschwister brauchen euch. Wenn ich heute ich bin, Mutter, ist es dank dir. Geh in Frieden. Ich bin in Freude. Freude Christus. Mir fehlen die Worte. Geh in Frieden. Heute ist die wichtigste Person meines Lebens gegangen. Aujourd'hui la personne la plus importante de ma vie est partie. Aber Gott ist groß. Mais Dieu est grand. Weil
diese Frau, die da unten liegt, war eine ganz große Kämpferin. Car cette femme que vous voyez là était une grande battante, une battante formidable. Sie hat uns über die Jahre immer gesagt, wir sollen stark bleiben. Durant les années qui passaient, elle nous disait toujours de rester fort. Jetzt ist die Zeit der Trauer. Maintenant, il est temps de la tristesse, du deuil. Wenn wir sie beerdigen. Mais lorsque nous l'aurons enterré, ist die Zeit der Trauer vorbei. Le temps de deuil sera passé. Weil meine Mutter möchte, dass wir weiterleben. Car ma mère veut que nous continuions à vivre. Dass ich stark bleibe für meine Familie. Que je reste fort pour ma famille. Geh in Frieden, Mama. Va en paix, repose en paix. Maman, j'étais la dernière avec qui tu avais parlé. C'est comme si tu le savais. Tu m'as dit reste fort, sois fort pour la famille. Car si je pars, je serai toujours avec vous. Maman, s'il te plaît, va en paix. Maintenant, tu peux enfin te reposer. Et je t'aimerai à l'infini, à jamais. Quel que soit le problème, je vais rassembler un bientôt.
Merci d'agnos. Merci d'agnos. Oh, la canne ici, tu sais, ouais, la canne ici. Alors, tu repères ma Merci, Pasteur Sama. Nous allons prier ensemble. Maman, maman, Abangui Bali, what's up? Bon, maman de l'Obanda. Gott, wir danken dir für Rita. Seigneur, nous te remercions pour Maman Rita. Danken dir, dass du ihr das Leben geschenkt hast. Nous te remercions car tu lui as donné la vie. Dass du so reich beschenkt und so reich begabt hast. Tu lui as donné tellement, tellement de choses. Danke für jede Begegnung, die wir mit ihr haben durften. Nous te remercions pour chaque rencontre qu'on a eu avec elle. Für jedes Lachen, für jedes freundliche Wort. Pour chaque sourire et chaque petit mot. Für jeden guten Rat. Pour tous les conseils. Für ihre Liebe zu uns. Pour son amour envers nous. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen. Nous te remercions que nous, parce que nous pouvons savoir. Dass Rita bei dir angekommen ist. Que Mama Rita est arrivée auprès de toi. Dass ihre Seele Frieden findet bei dir. Que son âme repose en paix auprès de toi. Sie eine der himmlischen Wohnung bei dir beziehen wird. Elle est dans une maison céleste auprès de toi. Jetzt dort ist, wo sie immer sein wollte. Elle est là, là où elle a toujours voulu être. Bei dir. Auprès de toi. In der Nähe der Liebe, die sie durchs Leben getragen. Auprès de l'amour qu'il a transporté durant sa vie. Gehalten. Qu'il a porté. Ja, für die sie gelebt hat. Et pour les gens qui l'ont porté. Sie ist all unsere Gedanken. Elle est dans nos pensées. Bitte, dass wir das, was Gutes ist, was wir Gutes erlebt haben. Je te demande tout ce que nous avons vécu de bon avec elle.
es festhalten können. Que nous puissions le garder, nous souvenir. Dass wir das, was Rita wichtig war. Que tout ce qui était important pour Mama Rita. Dass wir das weiterleben können. Que nous puissions continuer à le vivre. Dass du uns Trost schenkst. Que tu nous donnes la paix. Dass du uns Kraft schenkst. La consolation et la force. Das Leben auch hier ohne Rita weiterzuleben. De continuer à vivre la vie même sans Mama Rita. Dass wir es in der Gewissheit tun dürfen. Et que nous soyons conscients. Dass wir uns eines Tages wiedersehen. Que un jour nous puissions nous revoir. Lass uns zusammen das Gebet beten, was Jesus uns selbst gelehrt hat. Laissons-nous prier la prière que Dieu nous a laissée, que Dieu même a prié. Jeder gerne in seiner Sprache. Chacun dans sa langue. Notre Père. Vater unser Jesus. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser Ndeto sisi kokoti nzota mama Rita na sema mabele ape manakini ya mama na biso vraiment elle est très bien surtout pour fada le seigneur La grande TV. Corona ou pas? Oui, ouais. Merci, merci, merci. Nabalani News, Sandra la Grande News. Sandra la Grande News, Nabino, Nenga Mesana Kakoya, Naye Penza Lelo. Na makambuya esengote toza na matanga awa ndo somona twana ndo na biso Eleni Ngoma Eleni Ngoma boyoka na bwaka boraye en personne donc toza na Eleni Ngoma to ekolela mama Rita mama na Yves Mavambu mama na Eugene mama ya banebele vraiment et ça lui passe makasi bandeko elle est kinango très très bien ce que to panzani tozo ke na salle vraiment elo na lobakaka yango te mama. Maman a dit que c'était Ngoma. Donc, dès que tu as boyé, tu as mis batte, tu as mis l'engue, tu as l'ingana.
Donc, souka ya makamu, ezalinde awa, place de gotika maman Rita. Oza ndenge nino mata, okita biso notre souka awa. Yango tango mutazo milak, sa homo na danze, ezana ho vanité de vanité. Vraiment, merci beaucoup, Bandeko. Tozo continue, bota nenge obsèque, ya maman Rita, ezo leka, vraiment. Qui tourne ma casse, nous avons battu la vie, nous avons toujours continué. Il y a un mot, il y a un mot. 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 Corona, on est même sur ma cambo belé. Donc, les camcas n'ont rien à l'obacé. On est toujours ensemble. Babito lela, naba oba olela. Ok, merci. Vraiment, 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 vraiment. Boyoki, boyoki, boyoki. Et le tien est très bien. Eliezer, en gaz, non? Yeah, il sort coûte. On a plein si on est toujours vivant dans les années église. Et puis dans les bandes, ils ont ma voisin, ils ont ma compagnie, mais ils ont dans les bandes. Alors ma compagnie, on a fait un procès de la mission de l'église, que je vous ai dit. Alors, ce moment-là, il est passé le temps où il est pour que vous preniez. Si vous avez un zéla, il marque une église, il y a tout le côté de la parcelle à la partie. Alors, on comprend tout le monde, on s'en va commande, ou bien on s'en va quitter. Alors, pour ça, on a fait le soleil à terre, on a remis, on s'est mis dans le bloc, on s'est mis dans le bimis. Et puis deuxièmement, la porte était au Bima, qui n'est pas en bas de la porte. Pour la déplacer pour papa et au Bélin, mais moi, c'est madame Bima qui est papa. Non, non, non. Alors, et puis deuxièmement, la kimia. En tout cas, merci d'avoir été là.